Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video von mir und wir machen weiter mit dem Showcase meiner einzelnen Helden und wie ich sie spiele und wie ich sie am liebsten spielen würde und das werdet ihr gerade heute so stark merken, dass ich eine Sache so doll vermisse, immer wieder, wenn ich auf Helden pull, wenn ich auf Waffen pull. Ihr habt es vielleicht im Hu Tao Pull Stream gesehen, es ist eine ganz bestimmte Sache, die ein Held braucht, den wir uns heute anschauen und das ist Ching Chu. Ja, ich weiß, er ist super schwierig auszusprechen und ich weiß, ich krieg's nicht immer hin. Die meisten sagen Xing Qiu oder irgendetwas, aber im Prinzip spricht man ja irgendwie Ching Chu irgendwas aus. Keine Ahnung, ich find's so kompliziert. Ich nenne ihn immer Ching Chu und dann sind die Leute verwirrt in meinem Stream, weil sie nicht verstehen, was ich sage. Aber er ist tatsächlich der Held, auf den ich heute meinen Fokus legen möchte. Denn er ist ein Held, den ich schon immer dachte, ey, der ist super gut, ich möchte ihn unbedingt bauen, ich möchte ihn unbedingt austesten und einfach mal spielen. Ich ist aber einfach nie gemacht habe, bis jetzt tatsächlich der Hu Tao Release kam und ich dachte, okay, für Hu Tao, das ist jetzt wirklich der Moment, in dem es perfekt ist, ihn zu bauen, denn er ist wirklich so gut und eigentlich wollte ich das machen, bis ich eine ganz bestimmte Sache für ihn habe. Wie gesagt, das ist die ich am Anfang erwähnt hatte und der ich sehr leiden werde, aber dadurch, dass Hu Tao jetzt da ist und er so eine gute Kombi mit Hu Tao ist und nicht nur mit Hu Tao, ich werde ja so ein bisschen mehr aufs Teambuilding eingehen, werde ich heute ihn einfach nochmal im Rahmen eines Videos zeigen. Da es natürlich darum geht, was macht mein Hu Tao, hier vielleicht erstmal ihr seine Stats so ganz allgemein, damit ihr einen groben Überblick habt. Der hat ein IP von ungefähr 16.000, also nicht so viel, wenn man bedenkt, dass er abhängig davon auch ein ganz bisschen healen kann mit seiner elementaren Fähigkeit, was seine Talente angeht, aber ist okay, das ist nicht sein Main Job bei mir. Dann hat er eine kritische Trefferchance von 55% und einen kritischen Schaden von nur 71%, also viel zu gering, aber ist okay. Und worunter ich wirklich leide, sehr leide, ist die Aufladerate von 138%. Und woran liegt das, dass ich so eine geringe Aufladerate habe? Klar, ich könnte gut was wahrscheinlich herstellen über seine ganzen Artefakte, aber in seinen Artefakten habe ich tatsächlich eher Damage oder super schlechte Artefakte. Das sind die zwei Optionen, die werdet ihr gleich sehen, denn meine kritische Schaden war ja auch sehr gering, das habt ihr ganz klar gesehen. Aber ganz ehrlich, ich würde am liebsten eine Waffe auf ihn spielen, die Aufladerate gibt und eine ganz bestimmte und die besitze ich nicht. Die besitze ich nicht. Ich habe mittlerweile, ich weiß nicht, wie viel Geld in dieses Spiel gesteckt, aber immer noch kein Glück bekommen, habe immer noch nicht die Waffe, die ich haben will und das wäre rein theoretisch das Opferschwert. Ich hätte noch andere Waffen mit Aufladerate, davon trägt aber eins Albedo, mein wichtigster Support-Damage-Dealer und einer davon trägt Bennett, mein wichtigster Support sowieso von allen Units, die ich besitze. Und solange ich jetzt nicht unbedingt eine neue Waffe für ihn kriege, bleibe ich erstmal bei Ching Chu darauf, also solange ich natürlich auch noch das Opferschwert nicht kriege, dass ich den Drachenschrei benutze, denn der erhöht immerhin grundlegend den Angriff und erhöht den Schaden in Kombination mit Pyro-Chars oder Elektro-Chars und das sind eigentlich die Kombinationen, die ich spielen möchte in meiner Team-Constellation. Dementsprechend passt das eigentlich ganz gut. Bei seinen Artefakten habe ich mich aktuell für ein 2er altes Hofritual und für ein 2er tief im Herzen Set entschieden. Bedeutet, dass ich sein Ult-Damage möglichst stark erhöhe, denn damit kann er tatsächlich sehr viel Damage raushauen. Aber ich überlege noch auf ein 4er altes Hofritual Set zu wechseln, wenn ich je die Artefakte dafür kriegen würde. Das würde ja einfach mein Main-DPS nochmal stärken, aber soweit ist das erstmal in Ordnung. Und wenn wir drauf schauen, dann habe ich eine Blume, die leider nur 5% Aufladerate gibt. Ich habe mir gehofft, dass ein bisschen mehr hochgeht. Dafür kommt hier wenigstens ein bisschen LP zustande, damit er ein bisschen Healing hat und eine 10% kritische Trefferchance, was natürlich sehr gut ist. Wie gesagt, ein LP-Aufwertung hätte vielleicht in Aufladerate gehen können und ich wäre sehr happy damit. Weiter geschaut auf seine Blume haben wir tatsächlich auch eine sehr gute Blume für Damage. Wieder kritische Trefferchance von 10%, AMG 15% und Aufladerate von immerhin 11%. Bei seiner königlichen Uhr habe ich tatsächlich eine sehr schlechte königliche Uhr, aber immerhin sind hier eine Aufladerate von 16% dabei. Dafür ist sehr viel auf Elementarkunde gegangen, was natürlich nicht hätte sein können. Aber das soll, beziehungsweise geiler wäre, wenn das auf LP gegangen wäre, aber was soll's, das ist jetzt erstmal das, was ich spiele. Ich habe schon fast überlegt, hier mir eine Uhr zu holen, die Aufladerate hat, aber ich habe es zum Glück gelassen. Dann geht es weiter, dass ich hier ein Hydro-Kelch aus dem Hydro-Set habe, was natürlich extrem cool sein könnte, wenn die Substrate stimmen würde, aber dadurch, dass mein besten Hydro-Kelch schon mein Tatar hier trägt, habe ich einfach keinen besseren für ihn und nehme dann wenigstens hier den 2er-Set-Bonus mit und nehme hier die 15% Hydro-Schein extra mit, was natürlich ziemlich cool ist. Ansonsten 10% AMG, 6% Aufladerate und alles in Verteidigung flat ist. Ich habe ein bisschen gelitten, als ich das aufgewertet habe, besonders weil es instant von Level 5 auf Level 20 gegangen ist, dank einer doppelten Aufwertung. Immerhin, wie gesagt, doppelte EP bei der Aufwertung, von daher war das okay, aber ich habe dafür ein anderes, relativ gutes Artefakt geopfert. Zu guter Letzt habe ich hier noch ein Headpiece, das eigentlich ziemlich geil für ihn ist, denn die Subsets haben nochmal 20% kritischen Schaden, als auch 10% LP und auch wieder sehr viel Verteidigung, also seine Verteidigung mit 870 müsste eigentlich nicht sein. Bei mir ist das Sternbild komplett gefüllt. Ich habe ja schon häufig darüber geredet, was ich besonders bei
Flame Lohn. Und für mich persönlich sind es gerade die zweite Constellation und die sechste Constellation, um weiter sein Ult Damage noch weiter zu boosten. Und natürlich hier auch, um die Ult nochmal nebenher zu rushen. Also das sind die Constellations, die ich am liebsten hätte. Und natürlich habe. Bei seinen Talenten ist eigentlich das Einzige, was ich persönlich aufwerten möchte, seine ultimative Fähigkeit. Damit möchte ich Schaden machen. Und seine elementare Fähigkeit brauche ich eigentlich nur, um seine ultimative Fähigkeit wiederum zu rushen. Aber ich werde die wahrscheinlich auch noch ein paar Mal aufleveln, denn das ist einfach Damage, den ich jetzt gerade nicht mache, den ich machen könnte. Von daher, why not? Einfach aufwerten werde ich vermutlich zumindest noch auf plus 6 nehmen. Aber ich werde jetzt nicht irgendwelche extra Items reinhauen. Und ich bin gerade am Überlegen, die Ult auch noch weiter zu boosten, um einfach sein Maximum an Damage auch rauszuholen. Und ich hatte ja eben gerade schon erwähnt, sein passives Talent, denkt dran, mit der elementaren Fähigkeit, kann euch abhängig von der LP heilen, wenn ihr denn die elementare Fähigkeit benutzt, Schwerter um euch habt, die Schwerter werden zerstört und ihr kriegt einfach 6% LP mit der aktuellen Figur wieder. Doch warum möchte ich eigentlich so gerne das Opferschwert auf ihn haben? Das ist relativ einfach erklärt. Der Grund ist sein super hoher Cooldown mit der elementaren Fähigkeit von 21 Sekunden und der Kombination, dass wenn ihr diese elementare Fähigkeit zweimal benutzt habt und eine gewisse Aufladerate auf Qingshu habt, eure Ult instant gerusht ist. Natürlich, das ist jetzt so ein sehr, sehr hoher Luxus. Rein theoretisch mit der richtigen Teamkomposition braucht ihr nicht das Opferschwert. Ja, das sei direkt dazu gesagt, ihr braucht nur eine hohe Aufladerate, ihr braucht nicht das Opferschwert mit ihm. Ich würde auch ein anderes Schwert mit einer Aufladerate benutzen. Sie sind bloß alle belegt in meinen Team-Constellations. Deswegen, weil die anderen Schwerter belegt sind, muss ich ihm diesen Drachenschreck aktuell geben. Aber mit dem Opferschwert hättet ihr theoretisch die Möglichkeit, zweimal hintereinander die Auf- bzw. die elementare Fähigkeit zu benutzen, eure Ult direkt gerusht zu haben und ihr seid fertig und dann wollt ihr die Ult mit ihm einsetzen, das, was theoretisch am meisten Schaden macht bzw. am meisten Schaden verursachen kann. Doch warum möchte ich eigentlich die Ult auf ihn haben? Der Grund ist relativ einfach erklärt. Er ist durch seine Ult eigentlich ein ziemlich starker Supporter. Zum Release des Games wurde sehr viel darüber geredet, dass Fische ein starker Supporter ist. Ihr setzt einfach den Vogel Oz und der Vogel Oz macht die ganze Zeit Schaden. Und er hat eigentlich das Potenzial, mindestens genauso viel Damage zu machen, aber dafür nur mit seiner ultimativen Fähigkeit. Und deswegen haben ihn nicht sehr viele gespielt, weil am Anfang, als das Spiel rauskam, noch nicht so viele die Möglichkeiten hatten, die Ult einfach zu spammen, wie nichts Gutes. Aber je mehr Artefakte die Leute farmen, desto bessere Aufladerate haben sie, desto mehr kommen die Team-Constellations, die immer wieder die elementaren Fähigkeiten spammen und einfach viel mehr Elementarteilchen herstellen und desto mehr kam raus, hey, man kann seine Ult eigentlich darauf spammen und dadurch genauso viel Schaden mit ihm als Support machen, aber bei mir in der aktuellen Teamkonstellation, wie gesagt, bei mir macht er gerade noch keine Dauer-Ult, wie es eigentlich sein soll. Und während der Ult ist das Coole, ihr habt die Ult aktiviert, wechselt auf einen anderen Char, wie jetzt beispielsweise Hu Tao, macht Schaden und gleichzeitig kommen dann von Qingshu Schwerter aus dem Himmel geregnet, die einfach auch noch Schaden nebenher machen. Bedeutet, ihr könnt euch nicht, beziehungsweise ihr könnt euch konzentrieren, worauf ihr wollt, müsst euch nicht auf Qingshu konzentrieren und macht einfach euren Schaden wie nichts Gutes, was eigentlich ziemlich cool ist. Übrigens, falls ihr Bock habt, streame ich jeden Dienstag, Freitag als auch Sonntag auf twitch.tv/sonius94. Von daher, wenn ihr mir sagen wollt, ey Sonius, dein Qingshu ist super schlecht, du könntest den so einfach verbessern mit dem und dem Weg, dann könnt ihr das natürlich über die Kommentare machen oder ihr schaut einfach im Stream vorbei, würde mich mega freuen, der Link ist in der Videobeschreibung. Ich freue mich, wie gesagt, immer mega über jeden, der am Start ist. Doch jetzt zurück zu diesem Bild und ich möchte einfach mal einen kleinen Damage-Test machen. Ich möchte, dass ihr versucht, auf zwei Sachen zu achten. Einmal auf Qingshu-Charm mit den Stats, die ihr gesehen habt, die sind wie gesagt nicht sehr gut, aber auch, wenn ihr auf die Hu Tao guckt, denn wenn ich sie jetzt aktiviere, ist normalerweise meine Strategy, dass ich hier die Charge Attacks mache, bedeutet 23.000 Schaden seht ihr jetzt ungefähr mit einem Crit, entschuldigt bitte. Das ist, was meine Charge Attack aktuell mit einer Hu Tao macht. 23.000 Damage. Und jetzt sei dazu gesagt, theoretisch habt ihr in einer Teamkonstellation wie der aus Hu Tao und Qingshu oder auch wie der aus Qiqing und Qingshu die Möglichkeit, dauerhaft mit diesem Angriff, der gerade 23.000 Schaden gemacht hat, auch eine Elementarreaktion rauszuhauen und damit habt ihr automatisch mehr Damage. Ich möchte direkt dazu sagen, bei mir ist der Damage Increase nicht so groß, das ist relativ einfach erklärt. Meine Hu Tao hat gerade mal eine Elementarkunde von 49, bedeutet der Schaden wird, wie ihr hier lesen könnt, gerade mal von Verdampfen um 10% erhöht, also es ist so gut wie gar nichts, was ihr hier in extra Damage kriegt, aber je höher eure Elementarkunde ist, desto besser ist es und mein langfristiges Ziel in der Kombination mit Qingshu ist es eigentlich auf Qiqing oder auf Hu Tao, ist mir vollkommen egal, auf wen von den beiden, ein Set zu haben,
das eine 4er Pyrohexe ist, denn dann wird der Schaden nochmal um 40% erhöht. Bedeutet, wenn ich gleichwertige Artefakte kriege, wie ich sie aktuell habe, bedeutet hier jetzt eine Blume mit 10% ANG und mit 11% kritische Trefferchance, das heißt, da geht so eigentlich sogar noch um einiges mehr, wenn wir ehrlich sind. Aber wenn ich eine gleichwertige Blume kriegen sollte, bloß aus der brennenden Hexe und ähnliches, würde ich 40% extra Damage machen, würde hier theoretisch noch mehr Pyro-Damage machen über den Extra-Effekt, der ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber diese 40% extra Damage würde natürlich bedeuten, dass jetzt, ich sag mal einfach gesagt, 10.000 Schaden zu 14.000 Schaden wären. Aber wie gesagt, einfach nur, dass ihr es ungefähr im Hinterkopf behaltet. Das wäre eigentlich relativ wichtig zu wissen, denn so wie er jetzt gebaut ist, ist das Wichtige durch Ching Shus Ult, dass Ching Shu mit der Ult Schaden macht. Aber so wie man ihn im Team bauen könnte, na klar habe ich ihn gekillt, ist, dass ihr mit irgendeinem Held ihn kombinieren könntet und der trägt dann ein 4er-Set von dem Elementar-Set, also wie jetzt brennende Pyrohexe oder ähnliches. Wie gesagt, bei Kitching ist das Eis, das Blitz-Set natürlich. Und dann habt ihr direkt eure Elementar-Reaktion, was natürlich super, super cool ist und macht diesen Extra-Damage. Also das ist the way to go. Jetzt gerade, wie gesagt, ist er einfach nur für Damage und das ist natürlich auch schon ziemlich, ziemlich cool. Also, baller deine Ult raus, baller deine elementare Fähigkeit raus und wie gesagt, ich mache jetzt 10% Extra-Damage. Bedeutet, das war ein Non-Crit, das war ein Non-Crit. Ich mache nur Non-Crits. 38.000 Schaden. Warum habe ich 38.000 Schaden gemacht? Aber crazy. Normalerweise mache ich ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ihr macht einfach extra Damage. Ihr kriegt Damage durch Ching Shu und killt die Gegner schneller. Einfach nochmal ein zweiter Test auf genau dem gleichen Gegner, damit ihr es nochmal sehen könnt. Zack, 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 zack. Wir haben ein bisschen Schaden genommen. Wir setzen unsere Ult ein. Kommen mit Tu Tao. Machen unsere elementare Fähigkeit. Und bam bam, ihr seht vielleicht da oben die Damage-Zahlen, die 3000 Schadenszahlen, die ja regelmäßig eingeblendet wurden von Ching Shu und die von Hu Tao. Also es ist eigentlich schon eine ziemlich geile Kombo. Wie gesagt, mit jeder Charge-Attack, ich glaube, das waren jetzt 4-5 Schwerte, die jeweils 3000 Schaden noch gemacht haben von Ching Shu. Also jeder Angriff hat sich ja quasi nochmal um 50% erhöht, allein durch den Wasserschaden. Also eigentlich ziemlich, ziemlich cool, wie viel extra Damage er quasi dem Team noch bringt. Ansonsten bei der Team-Constellation passt er eigentlich in fast alle Teams rein, weil es ja nur darum geht, seine Ult zu aktivieren und dann Schaden zu machen. Das Wichtige ist, dass ihr danach Standardangriffe benutzt. Also wenn ihr mit Chao beispielsweise nur Plunge-Attacks macht, dann macht das natürlich nicht ganz so viel Sinn, sondern ihr müsst wirklich angreifen mit euren Standardangriffen, damit er irgendwie einen Sinn hat. Und besonders cool finde ich ihn halt mit Kiching oder Hu Tao, weil ihr dann direkt die gute Elementarreaktion habt aus Blitz und Wasser oder aus Feuer und Wasser und direkt das richtige Set theoretisch auf den Chars auch noch tragen könntet. Ja, also das war's mit meinem Ching Shu. Wie gesagt, ich habe noch sehr, 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 sehr viel zu tun mit ihm, damit er endlich wirklich auch gut wird in meinem Team, damit er auch endlich viel Schaden machen kann, beziehungsweise irgendwas an Aufladerate wäre mega, mega cool, damit er sehr, sehr gut wird. Aber der Schaden ist auf jeden Fall okay, den er rausballert. Und ja, ich bin einfach gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird und wann ich das erste 4er Pyrohexe haben werde oder Elektro für Kiching, damit ich ihn mal in seinen vollen Zügen genießen kann, in Kombination mit einem anderen Helden. Aber bis dahin benutze ich auf jeden Fall weiter fröhlich. Und falls euch das Video gefallen hat, freue mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Das war's von mir, euer Sonius94.